Ein herzliches Willkommen, Freunde. Gleiche Stelle in The Walking Dead, Episode 4, Part 2. Wir sind auf der Suche nach 25 Cent. Und hier ist zufälligerweise eine Kasse. Hello, beautiful. Empty. Ja, das war doch klar. Was machen wir jetzt? Ich hab keine Ahnung. Da war noch eine Seitengasse. Können wir da rein irgendwie? 25 Cent bräuchten wir für das Teleskop. Nur wo könnte hier was sein? Geht er da jetzt? Kann ich da? Kann ich nicht weiter. Aber hier ist sonst auch nichts, was man ansehen könnte. Hier wäre ein Brett. Voll Brett vom Kopf, ey. Ja. Da mache ich jetzt mal nichts. Er könnte ja mal Kenny fragen, ob er noch 25 Cent hat, aber irgendwie bezweifle ich das. Was ist jetzt los? Hallo? Ja, das Spiel minimiert, weil irgendwas Auto schon wieder. Ernsthaft? Das verdammte Auto-Update, da schließt mir das Spiel schon wieder. Ich will jetzt kein Update. Und da stehe ich jetzt. Da müssen wir eigentlich hin. So, verdammt nochmal. Zweimal. Hat Kenny eine 25? You got a quarter on you? Don't have a lot of use for small change these days. Maybe you can find one on the street somewhere. Naja. Kann ich da zurückgehen ein bisschen? Gibt's da noch irgendeinen Laden? Ah, haha, haha. Schauen wir mal da rein. Hallo? Manchmal reagiert es einfach nicht aufs Klicken. Markt. Ja, ist klar. Jetzt brauchen wir schon 25 Cent. Na, bitte. Ich würde mal auch mehr als eine mitnehmen. Hier ist auch noch irgendwas. Gas siphon, tires removed, engine parts missing. Looks like this thing has been stripped clean. Jupp. Gibt's hier noch was? Hier ist auch noch was. Eine gefallene Straßenbahn. Gut, ansonsten gibt's hier wohl nichts mehr. Dann schauen wir uns wieder das Fernrohr an. Und hoffen, dass wir mit einem 25 Cent Stück auskommen. Obwohl es hier auf der Seite mehr angezeigt wird. Dass sie die fette Barrikade nicht vorhin schon gesehen haben, wundert mich doch ein bisschen. Fuck! What? What's up with the boat? It ain't gonna work. Hull's cracked beneath the waterline, plus someone stripped out the battery. You can't fix it? Jetzt hat Kenny auch erst die Barrikade gesehen. What the hell is that? A fate worse than death. Ja, man übersieht es ja auch leicht. Man muss da auf 5 Meter herangehen, dass man da was sieht. So. Boot. No sign of any boats down there. Dann geht's noch weiter runter, nee. Dann wieder nach rechts, links. Plenty of docks, no boats. Na, kein Wunder, die werden wahrscheinlich alle mit dem Boot geflüchtet sein. No way that one's salvageable. Sieht nicht cute aus mit dem Boot. Was haben wir hier? Talmadge Memorial Bridge. Can't imagine how many people tried to escape across it when the city started to fall. Yeah. Nothing but water. Not a boat to be seen. Nothing but water. Yeah, it's not a boat to be seen. Yeah. Ne? What the fuck? Hell? Get down! Get down! Why the hell are we hiding? Someone came down from that building at the end of the street. Where'd he go? Saw him run into that newsstand. Could be our bell ringer. How about we go find out?
Sounds like a plan. Okay, you head up the middle of the street. I'll go around the side, cover your flank. We'll come up on him quiet, take him by surprise. Das funktioniert hundertprozentig so, wie Sie sich das vorstellen. We just want to talk to this guy. Oh, we're gonna talk. Wie Sie sich anschleichen, wie Kätzchen. Ernsthaft, die RS geht zum Zeitungsstand. What the fuck? Was? Ich hab doch gedrückt. Oh Gott. Ich weiß nicht, ein paar Mal reagiert das einfach nicht. Kenny? No! Clem? Please, don't hurt him! Was macht wo ist Kenny? Isn't it he? You're not from Crawford. Sieht man das? Hello. You're not the guy on the radio. I'm not a guy at all. Full marks for observation. Jetzt kommt er. Kenny, don't! Oh, man. No, he's with us! Was ist sie, Jackie Chan? Who the hell are you people? Wer zum Teufel bist denn du? I asked you first. The name's Molly. Molly? I'm Lee. This is Kenny and Clementine. We're not looking for any trouble. Hi. You guys really aren't from Crawford, are you? Nein. I don't even know what that is. Everything beyond that barricade. What the hell happened here? You sure you want to know? Yeah. When everything started going to shit, some people got together and sealed off that whole neighborhood. Folks willing to do anything to stay alive, stop the dead getting in. I try to avoid them. Why? Let's just say they have a zero-tolerance policy for anyone who won't or can't live by their rules. So how'd you know we weren't them? Because there are no children in Crawford. Not anymore. What do you mean, no children? Why not? No children, no elderly, no one with an advanced medical condition. Basically, no one who might be a burden on the community. Crawford's all about the survival of the fittest. That's how they survived, while the rest of the world went to shit around them. Jesus Christ. Well, just the opposite, when you think about it. What exactly did Crawford do with all these burdens? What happened to them? Well, you met some of them already. Fuck me. Ach du Scheiße. Yeah. Anyone who got sick, anyone too old, anyone they figured wasn't strong enough to survive. To them, those people were just mouths to feed, a drain on their precious resources. Denen ist aber schon bewusst, dass die auch irgendwann mal alt werden. How do you know all this? Everyone in Savannah knew. What was going on inside Crawford got passed around like a ghost story. Except this one was true. Do you know who's been ringing those bells all over town? Yeah, that would be me. I knew it! Lee, I knew she was the one who's been following us! Fucking with us! Get that finger out of my face, Grandpa, before I jam it straight up your ass. I haven't been following you. I don't even know who the hell you people are. Calm down, Kenny. The voice on the radio was a guy, remember? Yeah, well, whoever you are,
Ringing those bells this morning nearly got us all killed. Raised the dead all around us. That's the idea, genius. It's how I get around. I ring a bell in one neighborhood to attract the local geeks towards it. Buys me some time to scavenge the areas they cleared out. Geeks? Is that what you call them? Yeah, you know, like at the carnival? They'll eat anything, alive or dead. Yeah, that's pretty smart with the bells. Doesn't take much to outsmart the dead. Bunch of dumbasses. You just gotta move fast. Get in and out before they start to wander back again. Look, I'm gonna ask you people again. You're not from Crawford, so who the hell are you? What are you doing here? Came down here looking for a boat. Hoping to get our people out of here and find someplace safe. Yeah, good luck with that. Anyone with a boat took it out of here as soon as people started eating each other. Any that got left behind, Crawford stripped them for parts. Cars, too. There's gotta be something. If there was, do you think I'd still be here? I've been over every inch of this city. This whole place is picked clean. God damn it! Fuck! Hey, moron. You wanna keep your voice down? Sie hat auch eine große Klappe, aber sympathische sind. Since you're not getting on any boat, I'd advise you folks to go back to where you came from before. Great. Just und die Nachbarschaft kommt schon wieder. Isn't that the way we came? Fuck. Gunshot must have brought him back. Isn't there another way back to the house? Mommy, is there a... Hey, you're just gonna leave us here? Sorry, I must have missed that part of our conversation where you became my problem. Don't leave us here, please. Oh, Clem ist unsere Rettung. Come on, make it fast. Oh, fuck me. Come on, hurry. Beeil dich. Oh Mann. Gut gemacht, Caddy. Wirklich toller Halt. Da hinten wäre ein Mülleimer, da könntest du draufklettern. Draufklettern. Drüber klettern. Wird sie auch ein bisschen aufhalten. Nein. Okay. Oh Mann. Come on, Lee! Get your ass out of there! Oh Mann. Ich klicke jetzt immer zweimal. Can't get it open! Here, use that to pry it open! Oh Mann. Stress pur. Eigentlich müsste ich quer drücken, aber ich klicke einfach so schnell auf die Maustaste, wie es geht. Jetzt bin ich ganz allein in der Kanalisation. Yeah. Da freut man sich doch. Aber wie? Kommen die nicht runter? Ta? Doch, die kommen runter. Clementine, can you hear me? Anscheinend nicht. If you can hear me, just get back to the house, okay? I'll meet you there. Na, da bin ich gespannt. Ich weiß nicht, ob ich alleine durch die Kanalisation gehen wollen würde. Shit. Oh Mann. Nee, ich schau da jetzt nicht mehr auf. Oh Mann. Build solid. Ja. Kann ich nicht mehr lang? Oh Mann, enttäuscht mich das oder ist das Ganze gerade ein bisschen so zu einer Outlast? Ja, wer will denn da auch rein? Ich will es mir doch nur anschauen. Da geht's rein, aber das ist doch die falsche Richtung, wenn sie nicht täuscht, oder doch? Soll ich da runter? Ne, ich schau mich zuerst mal noch um. Gibt's ja sonst noch was? Hallo? Wohl nicht. Nee, okay, dann gehen wir mal da runter. Aber das ist doch die falsche Richtung, oder? Naja, ich kenne mich in Kanalisationen nicht so aus. Ja, er rutscht aber hundertprozentig aus. Aber sowas von fliegt er gleich auf die Fresse. Ja. Er muss ja auch genau da gehen, wo das ganze Wasser rinnt und das Moos ist. Nicht an der Seite. Das ist ja... Das sind kaputte Ratten. Das ist nicht gut. Half-eaten sewer rats. Walkers must be down here too. Yeah. Ain't touching that.
Last thing I need is some god-awful disease. Disease. Das ist doch schon mal schön, dass auch hier Walker sind. Da freut man sich. It's a drainage pile. Hör das nur ich? Das Gestöhne. Hallo? Oh, das ist aber gar nicht gut. Oh, das ist aber gar nicht gut. Could be the way out. There's no way I could take on all of those things by myself. Frage ich wieder. Freundlich zurück. Freundlich zurück. Komm ich da rein? Nein. Was soll ich denn da jetzt laufen? Ich schaue mich jetzt nochmal um. Da muss doch irgendwo so ein Ding sein. Looks like this is where the handle would go, but it's not here. Ja, wo hat er denn das Bergsteigding? Bergsteigding. Das ist auch die professionelle Bezeichnung dafür. Geht's da noch weiter? Da geht's nur hier rein. Das ist jetzt, das ist gut. Geht's hier noch irgendwie? Mach schon, Lee. Mach schon. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade mache. Dann dreh's halt in die andere Richtung. Was passiert jetzt? Ist es gut? Good thing I'm out here and not in there. Seems loose. Shit. Gut. Da kommt man doch da raus, oder? Genau. Nein! Ja. Moment. So. Puh, ich rede gerade nicht so viel, weil ich ein bisschen angespannt bin. Na, dann schauen wir mal. Boah. Was passiert? Müsste es eigentlich auf der anderen Seite rennen oder so? Irgendwas, ich habe keine Ahnung. Wir werden es aber gleich rausfinden. Nach rechts oder nach links drehen? Nach links. Natürlich. Dann eben lassen wir es. Nee, dann eben nach rechts. Oh. Ja. Ich hab's kapiert. Ja, geh doch rein. Der reagiert manchmal überhaupt nicht. Wieso wird der Bildschirm rot? Wieso wird der Bildschirm rot? Wie viele sind denn das? Kann ich jetzt raus? Oh. Oh my God. Chuck. He must have tried to hide out down here. Bastard. Aber die Knifte können wir mitnehmen. No bullets. He must have saved the last one for himself. You deserve better, old man. Ja. Dann geht er wenigstens von selbst dahin. No dumping! Ach du verdammte Scheiße! Oh, Lee, du! Go, goddammit! Go, goddammit! Hör auf!
verdammt, oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt. Boah, scheiße, mit der Computertastatur geht das gar nicht. Mein Gott. Man kann hier nicht aufpassen, wo man hintritt. Ich meine, ich sehe da nicht runter. Ja, das ist aber klar. Ich, keine Ahnung, was der im Sinn hat. So. It's just a sign. Ja, und da hinten ist eine Tür. Damn, I can't reach it. Gut, dann versuchen wir es zuerst mal mit der Hand. Locked, fucking perfect. Ach, das ist ja herrlich. I already tried that. It ain't gonna budge. Ja, du musst irgendwas anderes versuchen, mein Freund und Zwetschgenröster. Gibt es so nette Sprüche. Ach, mit dem Ding kann er sich da hochhangeln, doch. Wie Carly das gemacht hat. Carly? Nee, wie ist sie? Molly. What the hell? Ach ne. Shelter. Must have been one of those old nuclear fallout shelters. Wo wir hier jetzt aber genau gelandet sind, sehen wir alle in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Falscher Knopf.